Die Welschponys kommen zum Paarfest, werden als Freizeitpartner, Kinderponys und auch als Sportponys geschätzt. Diese tolle Familienpferde eignen sich für die klassische Dressur, den Spring- und Fahrsport und auch für die Westernreiterei. Welsch sind sehr vielseitig. Und je nachdem, wo man seinen Schwerpunkt legt, können sie das problemlos auslösen. Auf dem Track stehende Reitweise Rocky Reputation ist für ein Welsch kein Problem. Die aktive deutsche Reiterin Katrin Kastberger reitet zum Beispiel auch eine Welschkopf und setzt auf die Vielseitigkeit dieser Pferde. Hier im Ring sehen wir jetzt zwei Welschkopf-Ballache. Stefan Kuhnhaus, die Kastberger und die Welschkopf. Das ist von uns am Himmel. 12,5% Welsch. Das ist jetzt hier die erste Vorstellung im Ring. Es geht jetzt nach und weiter. Und wir wollen wieder einfach ein bisschen vor uns arbeiten. Das zweite Wort hier im Ring, das ist Chili Sakhar. Er wird präsentiert von Anna Kesselwitz und auch hier hat sich heute Morgen zum Warmmachen für die Handarbeit entschieden. Er ist auch ein rechter Allrounder, der unter dem Sattel und an der Hand und auch beim Kontrakt seine Arbeit tut. Chili Sakhar hat einen Spitznamen. Alle Engel im Wort. Und trotzdem ist der Name ganz wichtig, weil man den Namen eines Welsch erkennen kann, von dem es so gestimmt hat. Wir stellen uns vor, dass es kein Marathonwagen, sondern es ist eine Postkutsche. Sind hier irgendwelche Diana unterwegs? Lassen Sie Menschen mal aufkommen. Kinderpony, Sportpony, lieb und brav, gut gekonstruiert. Und wenn man was von Ihnen will, jetzt zum Abschluss unserer Demonstration möchte Martin Wolle und Rieke und Andrea, wir möchten mal zeigen, was dort sich trägt. Dort sind Viral, Chagall, Korner, Goldja, Verbrauch haben. Und wenn Sie die mal ein bisschen anfeuern, dann zeigen wir Ihnen, was die Weltfans unter Weltpower verstehen. So this is jump power. Yes, he does more. So we will be here. Heute gibt es noch Wildtiere von welchem Ausfall in den Vanille stehen. Und wenn man ein bisschen